ja eine Auszeichnung für unsere Auswahl, dass wir dorthin eingeladen worden sind. Dieses Spiel war ja gar nicht vorgesehen. Was konnten Sie beobachten? Ja, ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit ein hervorragendes Spiel gesehen, was man sich gewünscht hätte über das gesamte Spiel. Ich denke doch, dass letztendlich die Dresdner Mannschaft verdient gewonnen hat. Ja, ich würde sagen, einige Spieler wie Uwe Pilz, wie Ralf Minge, Ulf Kirsten in der zweiten Halbzeit, aber auch Dixi Dörner haben dort hervorragend gespielt. Und das stimmt natürlich optimistisch im Hinblick auf das Länderspiel gegen Schottland. Was würden Sie denn zu den Nationalspielern des BFC sagen? Es standen ja auch immerhin drei hier auf dem Rasen. Frank Rode, Andreas Thurm und Rainer Ernst. Ja, ich glaube, dass diese drei Nationalspieler ihre Aufgabe durchaus erfüllt haben. Drei Nationalspieler in einer Mannschaft sind zu wenig bei dem BFC. Unübersehbar eigentlich die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Mannschaft. Ja, ich glaube, dass diese Mannschaft mehr solche Spieler braucht.